Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&MDV. Ja, heute habe ich wieder einmal ein schönes Schmuckstück hier für euch dabei. Eigentlich sind sogar zwei. Das eine will ich euch mal zeigen und das andere werde ich euch dann gleich mal vorstellen. Und zwar geht es heute hier um ein Video, wo es hier darum geht, dass man sich halt nicht für seinen Ex-Freund oder für die Ex-Freundin hier verändern sollte, dass man das nicht für den anderen macht. Ja, und das Originalvideo ist von Trennungscoach Frederik Dietmar. Der war ja schon einige Male hier bei mir zu Gast hier in unserer Playlist der Reihe 20. Also da waren ja schon richtige Kracher dabei, die er uns hier abgeliefert hat. Ja, und ich fand dieses Reel, diesen Short, das lassen wir auch in normaler Geschwindigkeit hier auch durchlaufen, deswegen schon mal sehr, sehr interessant, weil ausgerechnet er diesen Spruch hier raushaut. Verändere dich nie für deinen Ex. Okay, wir gucken uns gleich an, was der Herr Dietmar zu sagen hat und geben dazu dann Statements ab, Tipps, Empfehlungen aus unserem Hause aus. Zuvor möchte ich aber noch kurz Danke sagen. Ich habe wieder Post bekommen und zwar von aus Erfurt ist auf jeden Fall das Ding. Und das war in der Weihnachtspost noch mit dabei. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es vorzustellen. Und das ist so ein schmuckes Kästchen in Buchformat sozusagen. Da habe ich allerhand Sachen hier bekommen. Unter anderem hier auch diese Grußkarte. Was ist hier alles drin gewesen hier oder alles drin? Ja, wieder einmal so ein paar Süßigkeiten. Da sage ich Danke dazu. So ein Candy-Ding. Es ist mit dem Framing jetzt ein bisschen blöd. Mach es mal so. Das hier, das sind Brückentrüffel. Und natürlich, ein fetter Weihnachtskeks hier. Heilige Scheiße, das schaut ja geil aus. Hier waren auch noch lauter so weiße Kügelchen drin. Die waren aber mit dem Staubsauger sehr schnell weggesaugt. Aber wenn ihr mir so Post zuschickt, bitte ohne Kügelchen. Und die Karte steht hier drauf. Ein herzliches Dankeschön für deinen bzw. euren Free-Content auf YouTube. Gedanken tragen uns fort, der Atem führt uns zurück. Ist eine schöne Anekdote, gefällt mir ganz gut, kann ich euch mal hier zeigen. Sieht man das so? Okay, wunderbar. Ja, ihr seid gerne auch eingeladen, wenn euch meine Beiträge hier gefallen, mir so Chips oder so Schokolade oder irgendwas zuschicken, da sage ich Danke dazu. Ihr seid auch gerne eingeladen, den Kanal hier zu abonnieren. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, gerade was diese Thematiken hier angeht mit Attraktivität, Persönlichkeitsentwicklung, natürlich Ex zurück und Trennungsschmerzen hier. Ja, jetzt würde ich ja mal sagen, gucken wir uns doch das Originalvideo von dem Herrn Dietmar mal einmal an. Anders als sonst lassen wir es in normaler Geschwindigkeit durchlaufen, weil es geht nur eine knappe Minute und geben dazu dann gleich einmal ein Statement ab. Wenn du versuchst, dich zu verändern, aus Angst, den Ex zu verlieren, alles, was du tust, nicht mehr für dich tust, aus dich heraus handelst und da in diese innere Selbstliebe kommst, auch wenn ich ihn sie für immer verlieren würde, würde ich diese Dinge wirklich verändern. Dann kann es schnell passieren, dass du unfassbar viel Anziehung kaputt machst, denn du handelst aus einem sehr starken Mangel, aus einem sehr schwachen Selbstwert. Sozusagen aus dem Mangel, dass du den Ex, die Ex brauchst, um dich glücklich zu fühlen und genau deswegen auch all diese Dinge veränderst für ihn oder sie, um ihm oder ihr zu gefallen. Und das ist ein Anziehungskiller hoch 10. Was ganz wichtig ist, verändere dich wirklich für dich an den Teilen, wo du dich verändern möchtest, wo du siehst, es ist auch Veränderung notwendig. Die Trennung spiegelt dir hier Veränderung und geht dort in eine Entwicklung. Ah ja, das war's dann auch schon. Ja, jeder, ich weiß nicht, also ich kenne das auch oft in so Trennungsforen und Ex-Zeug, von steht das denn, dass man hier aus einem Mangelbewusstsein heraushandelt. Nicht jeder Liebeskummer ist aus einem Mangelbewusstsein. Also es gibt viele Menschen da draußen, die haben utz viel Geld, utz viele Freunde, spielen so diese klassischen Alpha-Archetypen, zumindest operieren teilweise in der oberen Dominanzhierarchie der Männer oder auch natürlich bei den Frauen und haben trotzdem, sag ich mal, Liebeskummer oder ein Vermissen, so dieses zusammen wieder sein mit dem anderen, so dieses Gefühl. Ist nicht immer Mangelbewusstsein, muss nicht immer sein.
Es kommt aus einem gewissen Mangel heraus, ja. Aber dass es deswegen immer ein niedriger Selbstwert sein muss, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe da leider nur meine eigenen persönlichen Erfahrungen, sowohl privat als auch beruflich. Und die zeigen mir immer wieder auf, es ist nicht unbedingt so ein Mangelbewusstsein. Es ist häufig, ja, aber nicht immer. Es ist diese Aussage, die es halt ein bisschen verallgemeinert, aber jetzt halt auch nicht zu sehr. Was mich am meisten stutzig macht, ist, dass gerade diese Worte da von dem Frederik Dietmar kommen. Er haut doch hier ständig diese Videos raus, dass man nach den Trennungsgründen suchen soll. Just hier in dem einen da, was ich hier vor kurzem auch hier schon in der Playlist der Reihe 20 gehabt habe. Ich blende es hier mal kurz ein. Wenn du gute Chancen haben möchtest. Tipp Nummer 1. Es gab gute Gründe für eure Trennung. Was bedeutet, es könnte auch gute Gründe dafür geben, vielleicht erneut mit dir in eine Beziehung zu gehen. Kennst du die Trennungsursachen und die Trennungsgründe, dann weißt du auch, warum du verlassen wurdest und hast dadurch erste Anhaltspunkte, warum der oder die Ex jetzt vielleicht wieder zurückkommen könnte. Denn eins ist sicher, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin braucht gute Gründe, mit dir erneut in eine Beziehung zu gehen. Also auch hier, das bringt der andauernd in einer Tour. Wenn man die Trennungsgründe heraushebt und die behebt, dann hat man seine Chancen beim Ex verbessert. Aber damit machst ja du genau das, was er hier sagt, dass du nicht machen sollst. Du gehst ja damit in den Frame des anderen da hinein. Und ja, das ist ein Attraktivitätskiller, volle Kanne. Das passiert aber weniger aus dem Mindset heraus, das wäre der Core. Das habe ich in diesem Video mit der Substanz schon mal erklärt. Das hänge ich euch hier dran. Link oben in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Infobox. Das hänge ich euch das gerne einmal dran. Das kommt, das ist der Core, aber das ist ja die Ausführung. Also ist ja das, was der da gerade sagt, halbrichtig. Und in der Ausführung, da hat der Frederik Diekmann immer was ganz anderes erzählt, wie er es jetzt hier in diesem Video gepredigt hat. Meine persönliche Erfahrung in all den Jahren kann ich da auf jeden Fall schon mal sagen, kaum einer, die wenigsten, die allerwenigsten, kommen tatsächlich wegen Persönlichkeitsentwicklung zur Persönlichkeitsentwicklung. Die meisten kommen durch einen Schicksalsschlag oder durch eine Trennung zu dieser Materie. Um sich erst, und die meisten belassen es dann auch dabei, sobald sie sich wieder aufgerafft haben. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich habe. Also von, ich sag mal, 10 Leuten, die bei mir im Ex-Zurück-Coaching gewesen sind, bleiben vielleicht am Ende höchstens einer oder zwei im Way of Men Programm oder im Weg der Frauen. Und einer oder zwei von denen dann wiederum, die machen dann ein Mentoring noch lange weiter, 1, 2, 3 Jahre. Also die wenigsten haben wirklich ein richtiges Interesse daran, hier sich selbst an sich selbst hier zu arbeiten. Die meisten wollen halt aus ihren Trennungsschmerz aus, was ja auch okay ist. Ist doch legitim, das passt doch schon. Ich kann auf jeden Fall hier auch ganz klar richtige, ernst gemeinte Persönlichkeitsentwicklung hier empfehlen. Im Grunde hat in dem Ansatz der Herr Dietmar schon recht, dass man definitiv keine Veränderungen machen sollte, nur um es hier dem anderen recht zu machen. Aber der Grund ist weniger eher das Mangelbewusstsein, sondern vielmehr, dass man hier ständig in die Deutungshoheit des Ex hier reinspricht. Das strahlt mal dann aus und das ist und wirkt ganz einfach abstoßend. Ja, ich hoffe, dass euch unser heutiger kurzer Beitrag gefallen hat. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, Tag, wann und wo ihr auch gerade seid. Und in diesem Sinne,